Lufthansa-Kunden müssen wegen eines Streiks des Bodenpersonals am Mittwoch mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat an den Standorten Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, von 4 Uhr früh bis 7.10 Uhr am Donnerstagmorgen. Die Lufthansa erklärte, der Streik sei in Länge und Ausmaß völlig unverständlich. Insgesamt seien tausende Flüge mit mehr als 100.000 Passagieren betroffen. Wie viele davon ausfallen, ist noch unklar. Die Airline arbeitet an einem Sonderflugplan. Die Gewerkschaft fordert für die rund 25.000 Lufthansa-Beschäftigten am Boden 12,5% mehr Gehalt und mindestens 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Zudem soll es eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro für die Beschäftigten geben. Die Lufthansa beziffert ihre Offerte auf gut 13% über 3 Jahre, zusätzlich zu Inflationsausgleichsprämien von 3.000 und 2.000 Euro. Verdi kritisiert die lange Laufzeit. Im ersten Jahr sehe das Angebot beispielsweise eine durchschnittliche Erhöhung von weniger als 2% vor.